Höhlenmensch da draußen, herzlich willkommen zur 5. Folge Last Team Standing. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da vorne ist eine Hexe und alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir joinen und es ist... Nein. Und dann ist da auch noch so ein behinderter Baby-Zombie. Geh weg! Ich muss erstmal reason. So. Gut, der Kosovar kommt jetzt auch. Der ist jetzt auch hier. Und ich weiß meinen Fehler, Leute. Und zwar, ihr seht ja bei Z... Oh Mann, wieso leckt der Server so? Wieso leckt der Server so? Das verstehe ich nicht. Es leckt alles gerade... Leckt ein bisschen. Ja, ich weiß, der Server leckt ja auch extrem. Nein! Ich habe nur noch ein Herz, Leute. Ein Herz. Und wenn ich jetzt sterbe, ne, dann bin ich sowas von am Arsch. Achso, nimmst du schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Okay. Och Mann, och Mann, och Mann, das kann's ja nicht sein, das kann's ja nicht sein. Wenn ich was esse, dann esse ich ständig und ist disconnected from Server. Yeah! Gehen wir nochmal drauf. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Mann, Mann, Leute, warum geht das denn nicht? Warum geht das jetzt nicht mehr? Ist das selber jetzt abgeschmiert oder was? Vielleicht weil zu viele Chunks geladen wurden. Nee, es liegt eindeutig an meinem Internet. Connection Wave. Was bei dir läuft? Ja, bei mir, nee, bei mir laggt. Yay. Oh nein, 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 nein. Ich weiß einfach nicht, warum das Internet gerade so scheiße ist. Start einfach neu, oder? Das Problem ist, ich war halt schon auf dem Server. Ich kann jetzt nicht einfach so sagen, ja, ich starte jetzt neu. Aber jetzt steht eh anmelden da. Ich hoffe, ich komme jetzt rauf, weil sonst bin ich echt... Dann bin ich verloren. Wenn ich jetzt tot bin, was soll ich denn dann machen? Dann bin ich zwar zu Hause. Och nee, aber das... In meiner Aufnahme kann man es wenigstens sehen, dass es... Da, schau, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Server rauf. Ich komme nicht mehr rauf. Es kommt immer eine Fehlermeldung. Ich versuch's jetzt nochmal. Oh, okay, jetzt bin ich oben. Wenn ich jetzt was esse. Okay, es laggt bitte nicht. Gott sei Dank. Ja, gut. Dann muss ich jetzt ganz schnell hier mein Koordinatenfenster anmachen. Bei meinem Handy. Ich habe das nämlich abfotografiert. Und zwar muss ich hier in die Richtung erstmal hier lang. Ja. Einfach nur hier. Ja, hier lang muss ich. Genau. Und wir rennen einfach da jetzt mal in die Richtung. Ich habe zwar mega Angst, dass ich sterbe, aber... Raggst du nicht mehr, oder was? Doch, jetzt regge ich wieder. Wie viele Diamanten hast du? Ich habe 3 Diamanten. 3, okay. Ja. Genau, 3. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ah, natürlich weiß ich das schon, Leute. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich möchte mir gerne einen Verzauberungstisch machen. Aber ich habe mir mit den 3 Diamanten jetzt noch nichts gecraftet. Aber ich habe mir jetzt Zuckerrohr geholt. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal eine Spitzhacke machen, damit ich mir Obsidian abbauen kann. Ja. Und dann, ja. Oh, Leute, in der letzten Folge, ne, wir haben uns ausgelockt und waren vergiftet von der Hexe. Und zum Glück haben wir uns ausgelockt, weil ich glaube, sonst wären wir vielleicht fast gestorben, weil es hat einfach zu sehr geleckt. So, 110. Ich glaube, ich gehe schon in die richtige Richtung. Ich habe da so ein Gefühl. Und ja. Ich hoffe, es betrügt mich einfach nicht. So, weiter geht's. Oh, das sei eine Klippe. Na, eine Klippe. So. Wo muss ich da jetzt genau hin? Handy, kannst du nicht immer ausgehen, danke. Hier. Auf die Höhe, bitte. So. Hier entlang muss ich. Hier entlang muss ich. Denn. Hier, ja. So, ich gehe jetzt einfach mal
so entlang, wie ich denke, dass es sinnvoll wäre. So. Okay, hier bin ich schon mal richtig. Hast du schon ein Haus? Schon, oder? Ja, aber ich muss kurz was gucken. Okay, das wird dann hier hinten auch weniger. Aber ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich weiß jetzt richtig, wo ich hin muss. Und das sieht auch schon ganz schön gut hier aus. Und Leute, wenn wir jetzt wirklich zurückfinden, ne? Ich nehme jetzt ausnahmsweise 3 Folgen an einem Tag auf. Deswegen ist jetzt auch ohne Facecam. Weil ich habe mich umgezogen und ja, ausnahmsweise nehme ich jetzt 3 Folgen auf. Normalerweise darf man das ja nicht. Aber nein, man darf eigentlich nur 2 vordrehen. Aber da ganz viele andere jetzt auch vorgedreht haben, habe ich das jetzt auch gemacht. Und vor allem, ich möchte da jetzt einfach zurückfinden. Hier. Wir sind nämlich jetzt gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Ich töte hier noch schnell das Schwein, weil ich kann nicht mehr sprinten. Und wir spielen auf dem Hard-Modus. Das heißt, Creeper machen sehr viel Schaden, Hex machen sehr viel... Oh, ja, ich bin zu Hause. Oh mein Gott. Yay! Das baue ich... Oh, das kann ich nicht abbauen, nur wegen dieser Kacke hier. Gut. Okay, Leute. Dann deaktiviere ich schnell die Koordinaten. Die habe ich jetzt wahrscheinlich rausgeblurrt, damit die Leute, die meine Folgen gucken, das nicht sehen. Und wir haben Zuckerrohr. Oh mein Gott. Lol, was waren das jetzt damit? Achso, du meinst die gegnerischen Leute? Ja. Yep. Ich glaube, so ging das. Oder wie ging das? So. Okay, ich habe ein Buch. Das ist schon mal sexy im Buch. Dann kommen hier ein paar Sachen rein. So, zack, zack. Das Buch kommt hier rein. Den Ofen, den könnte ich da hier reinstellen. Dann brate ich hier schon mal das Essen, das ich gesammelt habe. Das Zuckerrohr pflanze ich dann auch noch an. Einiges an Pläne habe ich. Ja. Genau. Und was machst du gerade so? Du chillst hier eben. Ich erforsche hier gerade. Du erforscht? Minecraft. Ich erforsche Minecraft. Du bist aber ein ganz schöner Forscher hier. Ja. Ich versuche gerade Tränke zu brauen. Okay. Und ich bin einfach zu dumm, nachzuschauen. Wo ist denn jetzt meine Kohle? Meine Kohle ist weg, ich brauche Kohle. Wie ich es euch sagte, Leute, wie ich es euch bereits letzte Folge sagte, man braucht Kohle. Und ich habe genügend Knochen, um jetzt einiges an Brot zu machen. Zack. Zack. Okay, perfekt. Die können wir uns dann alle schon mal hier abpflanzen. Oh, das ist cool. Wenn man so viel Knochenmehl hat, fühlt man sich irgendwie richtig cool. So. Und dann gleich nochmal. Wo ist es denn hier? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay. Gut. Das ist ziemlich, ziemlich cool jetzt. Ich glaube aber, dass ich hier gerne Zuckerrohr anpflanzen möchte. Das bedeutet, die Erde kommt weg, der Sand kommt hin. Wieso auf Erde wächst es doch auch? Zuckerrohr? Ja, Hauptsache neben Wasser. Okay, ich habe jetzt einfach Sand hingestellt. So, perfekt. Dann kommt das Restliche hier wieder rein. Und dann machen wir uns auch gleich, würde ich sagen, Brote. So, 1, 2, 3, 4 Brote, das ist perfekt. Mal gucken, ob... Ich habe 2 Eier. ja, Leute, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, wissen Sie. Und... Ich hoffe, ich bekomme da jetzt einen Haushund raus. Oh nee, schade, Mann, ich hätte mich... Oh, das wäre jetzt aber auch zu schön gewesen. So, dann mache ich auch noch was Gutes. Und zwar, ich mache mir jetzt gleich ein Feuerzeug, denn... Gleich am besten 2, so. Denn dann kann ich die Tiere gleich anzünden und sie dann gleich so töten. Das ist ein bisschen besser. Und ich hoffe, wir finden wieder Diamanten. Das war nämlich, Alter, letzte Folge. Das war einfach so toll, wo wir die Diamanten gefunden haben. Nee, vorletzte Folge, genau. Ja. Ja. Den Lava-Eimer. Ich mache mir hier jetzt erstmal eine Diamantspitzhacke. So. Zack. Zack. Gut, jetzt haben wir eine Dierspitzhacke, die nehmen wir jetzt einfach mit runter. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwie hier im Untergrund sterben, denn das wäre ein bisschen blöd. Ich mache die Koordinaten jetzt wieder schnell rein.
Damit ich dann auch weiß, in welcher Höhe wir sind. Auf welcher Höhe wir sind, beziehungsweise. Ja, wir könnten eigentlich über ein Thema sprechen, aber mir fällt gerade kein Thema ein. Wie wär's mit Mobbing? Weil ich meine, in deiner Schulzeit warst du ja richtig stark gemobbt worden, oder nicht? Früher. Aber ich glaube... Mach nur Spaß. Du wurdest noch nie gemobbt. Aber, ich war die meiste Schulzeit in unserer normalen Schule. Ja, eh. Auf jeden Fall denke ich, dass ihr mir in die Kommentare schreiben solltet. Moment. Oh, hier ist einiges an Eisen. Nice. Dass ihr mir in die Kommentare schreiben solltet, über was wir so reden könnten, denn das wäre dann ziemlich, ziemlich cool. Wenn ihr mir das sagen könntet. Weil ich kann es ja auch nicht riechen, ne? Und... Ja, so, wir bauen hier jetzt einiges an Kohle ab. Hier eine Fackel hinklatschen. Denn Kohle, 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 das ist immer wichtig. Du hast auch gesagt, du kaufst heute den Server, ne? Dann spielen wir so ein bisschen privat auf dem Server Vanilla und so, dann kann ich das auch gleich ein bisschen üben. Warum kaufst du ihn dir dann nicht? Was? Den Chill, Server, okay. Den Server, den Vanilla-Server. Ja, warte. Ja, warte mal ein bisschen. So, zack. Haben wir hier auch dann die ganze Kohle noch mitgenommen. Ja, dann fühlt man sich doch gleich viel besser. Wir sind jetzt Ebene 28. Wir gehen da jetzt noch ganz runter. Bis in die Ebene 12. Weil da ist meiner Meinung nach, das sind meiner Meinung nach einfach die meisten Diamanten. Und ich habe einfach so sexy gestrippt mined und einfach gleich 3 Diamanten gefunden. Am besten wäre es natürlich noch, wenn wir... Ups, jetzt ist meine Steinspitzhacke kaputt. Ja, auch nicht so schlimm. Wenn wir Dings finden würden. Oh man, ich vergesse immer, was ich sagen möchte. Wenn wir jetzt noch Diamanten finden würden, dann könnten wir uns gleich ein Diamantschwert machen. Das ich eigentlich vorhatte. Okay, hier ist anscheinend eine Höhle. Oh. Ausleuchten. Thomas, wie viele Level hast du? Ich habe derzeit 22 Level. Und damit kann man schon einiges verzaubern. Und ich habe bei den Gegnern gesehen, dass die auch schon ein verzaubertes Schwert hatten. Und auch schon ein Netherportal. Du schaust bei den anderen. Ja. Nein, ich habe die Folgen nicht geguckt, sondern ich habe Dings gesucht. Wie nennt sich das? Zuckerrohr. Und dann habe ich einfach so eine Basis entdeckt. Oh Mann, das war einfach... Zufällig, ja, ja. Ja, 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 die habe ich entdeckt. Weil die hätten die Folge ja noch nicht hochladen können. Ja, Lapis Lazuli, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass die hier sind. Aber nein, wieder nur Lapis Lazuli. Auch wichtig. Lapis Lazuli ist auch wichtig. Für was denn? Ja, zum Beispiel, wenn das neue Update rauskommt, werdet ihr wahrscheinlich noch weiter spielen. Ja, aber wir spielen selber jetzt erst auf der 1.7.2. Achso, auf der 1. Ja. So, da gucken wir jetzt noch überall rein. Und hier sind keine Diamanten. Und hier sind auch keine Diamanten. Egal, wir strippen einen einfach. Das macht ja so viel Spaß. Ja, nee, ist klar. Oh, Kohle. Aber Kohle ist doch normalerweise nie so extrem tief. Kohle kann immer kommen. Aber so tief? Auf Ebene 12? Ja, der kann auch immer kommen. Ich habe gehört, wenn Kohle so tief unten ist, sind Diamanten in der Nähe. Alles Gerüchte. Mann, also es gibt einfach Leute, die erfinden einfach Gerüchte in Minecraft. Und es gibt Leute, die glauben die Gerüchte. Ja, das stimmt. So, gucken wir hier noch rein. Och, das war so schön. Wir haben einfach gleich Diamanten gefunden in der zweiten, in der dritten Folge. Und das war einfach... Ich habe sie gesehen und dann war ich einfach so kurz, ganz kurz so richtig happy. Weil Diamanten, das ist einfach so was Besonderes. Okay. Wo sind meine Fackel? Hier, pam. Pam, 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 Junge. bei wie vielen Minuten bin ich denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht nachschauen. Ich gehe einfach mal nach Gefühl. Wenn ich wieder überziehe, dann tut es mir leid. Wann hast du... Okay, ich höre Lava. Warte mal ganz kurz. Ich höre Lava. Ich
hier einen Lavasee. Das heißt, es müssen Diamanten in der Nähe sein. Das ist doch normalerweise so. Gucken wir gleich mal. Oh, ich höre den so richtig nah. Hier irgendwo muss der doch sein. Und Wasser höre ich. Bist du gerade an einem Amboss? Ja, hört man das? Wow! Wow, wow, wow. Leute, ich bin jetzt fast in Lava reingefallen. Aber zum Glück habe ich noch schnell gesneakt hier. Alter Schwede, hier ist ein Lavasee. So, ihr Hüllmenschen. Das war's von dem Video. Das Problem ist, ich habe aus Versehen 15 Minuten überzogen. Das bedeutet, ich muss hier das Video cutten und konnte dann nicht sagen, ja, tschüss, tschüss, tschüss und so weiter. Des Weiteren wird dann beim nächsten Video der Anfang auch genau hier einfach weitergehen. Nur damit ihr die Information wisst, das Video endet hier. Ob wir in der nächsten Folge Diamanten finden, ob wir es noch schaffen, einen Zaubertisch zu bauen, ob wir sterben oder vielleicht in Lava fallen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen, kommentieren, bewerten und so weiter. Ihr wisst, es liegt mir sehr am Herzen und ich würde sagen, das war's und ciao!